several times. He and his teams were one of the 10 winners of the MOOC Production Fellowship offered in 2013, and so he produced a MOOC on mathematical thinking, and I believe we will hear a bit more about it now. So. Yeah, thank you very much for giving me the opportunity to talk about the creation of our MOOC on mathematical thinking at University of Education Heidelberg. Yeah, in the beginning there was a competition by the Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft and Diversity, and the competition was called the MOOC Production Fellowship. They wanted to fund 10 fellows for producing a MOOC, and the prize was much money, 25,000 euro per fellow. And yeah, we were one of the 10 who got the money to produce the MOOC. And we produced our mathematical MOOC on mathematical thinking. This is the team. It's me and Michael Gieding, my colleague from University of Education Heidelberg, who is expert on geometry, and Lutz Berger, who is e-learning expert in Heidelberg, and he produced all the movies, and Martin Lindner as an expert on MOOCs in Germany. And Jana Spanagel, who is a student at the University of Education Heidelberg and participated in many videos, and many other people who participated. Okay, our goal was to produce a MOOC which is really comparable to a university lecture. And the duration of a lecture is 15 weeks, so we tried to really produce a 15-week MOOC. And it was not only one lecture, it were two lectures. So it was a lecture on arithmetic, this is my lecture, and the lecture on geometry from Michael Gieding. So it were 15 weeks, but two lectures. So at the end we had 30 weeks of content, okay? 30 weeks of mathematics, oh no! We realized that it's really hard work to do, and we fetched coffee and started to produce the MOOC. On mathematical thinking, this was the objective of the MOOC. So we tried not only to present mathematics, but the goal was to let the students do mathematical thinking and to teach how to think mathematically and how to work mathematically, to teach the methods of mathematicians. For example, students should learn how to solve problems, and they should learn how to reason. In mathematics lectures, you often only present the proofs, but we wanted our students to learn how to create a proof, how to create mathematical reasons. Defining. In many lectures, you only give the definitions, but our students should learn how to define new mathematical concepts. Finding theorems. You often only present theorems, and then afterwards you give the proof. But we wanted our students to find theorems to create new mathematical knowledge, to structure unstructured areas and to formalize the structures at the end. So, it is clear that you cannot only present mathematics if you want the students to do mathematics. So it was in the heart of the MOOC there were videos. We did demonstrations about mathematics, but in the heart were tasks. Good tasks, where students had to do problem solving, do defining, do reasoning, whatever. This was a big problem because of the high diversity of our students. We had academics and non-academics as participants.
old people, young people, people with high previous knowledge, with low previous knowledge, and we wanted to give tasks to all of them. So we needed tasks on every level of our participants. We created three modes of participation. The first mode is the Kiebitzer, in German Kiebitz, which is the same word for the bird Piebig. And these people are participants who are not planning to participate every week regularly. They just want to go in occasionally and have a look what's going on. Often these people are named dropouts, but perhaps they aren't. Perhaps they never intended really to participate. So these are the Kiebitzers, and this is the biggest group of people. The second level is the workers. The workers want to really do mathematical problem solving. They want to work mathematically, but not too much symbols, please. No formulas. And these are the formalizers. They want to do the formal things. I give you one example for the process of defining. So our problem was how to give a good task on defining for the Kiebitzers and the workers. Okay, because these are not the normal students we have at our university. And we tried to give, for example, everyday problems. And we created an everyday problem on how can you define something and what does defining mean. And I show you the video. The video is German, I'm sorry for that. Wo sind wir hier? Na, wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Genau, wir sind hier mitten in Mannheim und befragen die Leute nach. Was ist ein Cappuccino? Ein heißes Getränk. Ein Kaffeegetränk. Cappuccino is very nice. With milk and coffee and cream. Ist eine Kaffeeart, oder? Was für eine Kaffeeart? Ich trinke selber eigentlich keinen Kaffee, also müsste ich das eigentlich auch nicht wissen, oder? Meine Frau trinkt das immer. Irgendwie geschäumte Milch mit Kakao. Irgendwie so mit Kakaopulver drauf. Ein Kaffee mit Milch und also Espresso. Also Espresso mit Milch? Ja, aufgeschäumte Milch. Espresso mit Milchschaum. Espresso mit Milchschaum, genau. Espresso mit Milchschaum. Also ist ein Latte Macchiato auch ein Cappuccino? Nein, es kommt auf das Verhältnis an. Auf die Reihenfolge. Und auf die Reihenfolge. Okay. Also was ist ein Cappuccino? Cappuccino erst Kaffee, dann Milch. Und Latte Macchiato ist andersrum. Genau. Mit dem hat sein Herz in Heidelberg verloren, ne? Ja. Ist denn ein Latte Macchiato auch ein Cappuccino? Nein, das ist ein geschäumte Milch mit Espresso drin. Was genau ist ein Espresso? Das ist ein unter hohem Druck gefertigter Kaffee. Was ein Cappuccino ist, was sehr Leckeres. Hat einen Hauch von Urlaub, einen Hauch von Italien, was sehr schön ist. Es geht auf der Zunge. Also ist sozusagen ein Caipirinha auch ein Cappuccino? Nein, ist es nicht. Das aber hat mehr Würze. Aber es ist auch sehr lecker und schmeckt genauso gut. Ja, und ist salziger, das andere ist cremiger. Das hat mehr irgendwie Leidenschaft. Das andere hat mehr Rhythmus. Also es muss cremiger sein. Also es ist eine Sahnetorte ein Cappuccino. Das könnte schon in die Richtung gehen. Ja. Okay. Herzlichen Dank. Ja. Okay, this was our everyday problem on how to define cappuccino. This is a really hard task. If you think about it, if you want to define cappuccino, you first have to define espresso, because you need the term espresso for defining cappuccino. And so you are doing exactly the same things a mathematician does when he tries to define a new mathematical concept. So this was one task. And this is a task for the workers. You see many figures, and now try to sort the figures and try to find a criterion which defines how these figures should be sorted. So this is also defining, the process of defining, but in a non-formal way.
And we had also tasks for the formalizers here to define a mathematical structure with symbols. Yeah, we had many of these tasks, and we had to think about the fact that the students are online students and are alone at home. So if they want to do mathematics, they had to discuss their ideas, their solutions, their problems. So we used the discussion forum in Iversity, and it is really hard to discuss mathematics online. So we were very glad that it was possible in Iversity to upload photographs. So we told the students, please just write on paper, make a photograph with your smartphone, upload it, and you have it. And they had the possibility to write down in LaTeX, or some students used other tools like spreadsheet calculation programs and uploaded their ideas. And they shared the ideas and discussed. But there was less online activity than expected. Why? We asked the students, and 51 students said, yeah, I didn't feel like it, I didn't want to discuss. Okay. 29% said it's too laborious. Some were afraid of posting online, and some said they cannot express the problem. So it's really hard to get the students to discuss online. And yeah, we're still working on it and try to find ways to foster the discussion. And we had our students at our university, and they had the lecture and the tutorial, the offline tutorial, so they had enough room to discuss their ideas. Apropos our students are teacher students, so they will become teachers in future, and we tried not only to make a mathematics course, we tried to use really principles of mathematics education to show our students, in our case, how good mathematical instruction can be created. So one principle is to use good visualizations. For example, if you have the binomial formula like this one, everyone knows it, right? We tried to show why is it true. If you, just an example, if you take x squared, what does it mean? You have a square, the sides have the length x, so the area is x squared. So what does this mean? You have a square with these sides of length a and b, and this area is now a plus b squared. And if you divide it in four rectangles, you have here a square with the area a square, and you have two rectangles with length b and a, so you have 2 times a times b, and a small square with b squared, and okay. This is exactly the image where you can see this is true. So we had, please remember, we had 15 weeks, no, 2 times 15 weeks of mathematics, oh no. And if you want the students to stay in the course, not to go away and keep away, if you want to hold them in the course, you need entertainment, and we did much entertainment. We used sweets, okay, and coffee, cappuccino, and money. And we used meditation. We created units on how to meditate on mathematics. We used units for relaxing and sports. We asked the ancient Greeks, we asked the ancient Egyptians and the Romans, and we used sweets. We used games, and we had beautiful women, and we asked experts, and we asked the people on the street. We solved criminal cases, and we had cute rabbits, bees, and bats, and penguins with coffee. And we used interactive tools and real tools and real cars, and we made fun of ourselves. And this means if you do all these things, okay, you get positive feedback. For example, interesting presentation of mathematics, exciting MOOC on a nerdy topic, yeah, and fun. Okay, now at the end we had fun to just recalculate how expensive was the MOOC. Yeah? You remember we had 25,000 euro, but it were 223 videos of the whole length was 18 hours and 34 minutes. And if you calculate how much does this cost just to produce the videos, it were 100,000 euro. So this is just
the production of the videos. Okay, perhaps not everyone wants to do the entertainment videos, but yeah, we thought it is really necessary to make these videos in such a MOOC, and yeah, it is not about doing the MOOC, okay, just the production. We had, in the first run, we had 6,600 participants, now we have perhaps 1,000, we are in the third run, and you have to support every semester these students and give support to them, help them, you need staff to let the MOOC run, and you are responsible for all the learners online, you have to help them. And this is really hard stuff every semester. Okay, so if you are not yet convinced that you should participate in our MOOC, I have one video and then I am finished. Mathematik steckt voller Mysterien und Geheimnisse, kann aufregend und manchmal sogar gefährlich sein, lebensgefährlich. Wie hier für unseren Helden, den griechischen Mathematiker Pythagoras. Atemlos flieht er vor seinen Verfolgern, um seine bahnbrechenden Erkenntnisse vor ihnen zu verstecken und für die Nachwelt zu bewahren. Die bange Frage lautet, wird seine Mission erfolgreich sein? Siegt die Wahrheit über das Verbrechen? ...2500 Jahre später macht sich der britische Forscher und Entdecker, der dunkle Lord Sir Christian Spanangel, auf die Suche nach dem Vermächtnis des Pythagoras, dem legendären einen Satz. Dazu überquert er Ozeane, durchstreift Wüsten und Urwälder, bis er schließlich eines Tages, immer korrekt gekleidet und kurz vor dem 5-Uhr-Tee, einen alten Tempel entdeckt. Er ahnt schon, hier muss es sein. Und tatsächlich, nach Jahren der intensiven Suche und Entbehrung, welch eine Entdeckung. Der Satz des P. Aber kann er den Satz auch beweisen? Okay, now come to our MOOC and participate. Yeah. Okay, at the end I will close the talk with a little advertisement. If you need a really good producer for MOOCs and for video production, ask Lutz Berger. It's really, it was great that he was in the team, and all the videos live from his perspective and his work, and yeah, so very strong advertisement, ask Lutz. Okay, thank you very much, and now let's go. Introducing our actually really already last speakers of the day, Sarah Holstein and Eliane Dommler, both from the Karlsruhe Institute für Technologie. Sarah Holstein has been working on the implementation of e-learning in higher education and also corporate education since 2008, and since 2012 supports lecturers at the KIT with development strategies and tools, and she is involved in the anti-procrastination MOOC, as is Eliane Dominik, who works at the Department of Applied Psychology, where she has already been teaching classes, traditional classes, on how to fight procrastination, I guess, and yeah, together they made it into a MOOC. Ja, danke schön für die Einladung. Ja, wir wollten die Chance heute nutzen, Ihnen ein bisschen was zu erzählen über unsere Erfahrung unserer MOOC-Produktion. Wir haben den ersten MOOC des Karlsruher Institut für Technologie gemacht. Das heißt, es war sehr spannend für uns, weil keinerlei Erfahrungen vorlagen bislang. Und ja, einfach so ein bisschen sagen, wie war es für uns und vielleicht ein paar Tipps, was können andere vermeiden, dass sie vielleicht nicht in dieselben Fallen tappen, wie wir getappt sind, und was waren so unsere Erkenntnisse daraus. Bevor wir gleich auf die Produktion selbst eingehen, wird aber zuerst Frau Dominik mal kurz nochmal erzählen, worum es in dem MOOC eigentlich ging und wie es auch dazu kam. Genau, danke schön.
Gut, also, mal gucken. Ja. Zunächst mal kann man sich natürlich fragen, warum wird ausgerechnet am Karlsruher Institut für Technologie ein MOOC gegen Prokrastination produziert? Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man jetzt mit den Naturwissenschaften automatisch gleich in Verbindung bringt. Deswegen wollte ich das hier kurz voranschicken. Also wir haben uns natürlich auf einige Studien, die es in dem Bereich gibt, gestützt, denn die zeigen immer wieder, dass gerade Studierende Prüfungsangst berichten, Schwierigkeiten bei der Vorbereitung auf Prüfungen auch immer wieder angeben, auch beklagen, dass sie in einem großen Umfang sehr ablenkbar sind und einfach Schwierigkeiten auch haben, sich zum Lernen zu motivieren. Außerdem ist es natürlich ein Thema, also Selbstregulation, Selbstmanagement, das auch immer wieder in den Medien angesprochen wird. Also es gibt zum Beispiel auch etliche Artikel, die darüber berichten, dass Studierende immer öfters auch zu Psychopharmaka greifen, um eben die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern oder um einfach dieser Überforderung irgendwie Herr zu werden. Also zusammengefasst, es mangelt an Selbststeuerungsfähigkeiten, Lernmanagementfähigkeiten und deswegen haben wir eben insbesondere im Lehrstuhl für angewandte Psychologie uns eben auch entschlossen, uns jetzt diesem Themenbereich verstärkt zu widmen. Wir können das auch über ein Projekt machen, was jetzt durch den Qualitätspakt Lehre zum Beispiel auch gefördert wird. So, und ein besonders prominentes Beispiel für Selbststeuerungsdefizite ist die Prokrastination, das sogenannte chronische Aufschieben. Ich selber könnte da jetzt stundenlang drüber referieren, aber leider darf ich nicht über mein Lieblingsthema reden, deswegen gibt es jetzt einfach nur einen kleinen Comic und die Definition. Also Prokrastination, die meisten von Ihnen werden es wahrscheinlich schon gehört haben. Es geht darum, dass wir unangenehme Aufgaben aufschieben und stattdessen einfach was machen, was uns Spaß macht. Seit 2011 biete ich da Schlüsselqualifikationskurse dagegen an und ein weiterer Punkt ist eben, dass diese Kurse regelmäßig überbucht sind. Also wir haben 20 Präsenzplätze und letzten Endes haben wir 80 bis 100 Anmeldungen. Und klar, da ist man dann auch wiederum sehr viel schneller bei der Idee MOOC, denn offen für alle, ne? Und jeder kann daran teilhaben. Gut, wie haben wir das gemacht? Wir haben bereits existierende Manuale, die es zum Thema Willensstärke, Prokrastination, Selbststeuerungsfähigkeiten gibt, in ein MOOC überführt. Wir hatten insgesamt 11 Kapitel, wie Sie hier sehen. Wir haben das außerdem ein bisschen aufgeteilt in Theorie und Praxis, weil man eben auch Selbststeuerungsfähigkeiten theoretisch unterteilen kann in Grundlagen und in die richtigen Praxisanteile. Und so haben wir eben dann das Training auch analog aufgebaut. Und dazu haben wir noch zu Beginn und zum Ende des MOOCs den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, ihr eigenes Prokrastinationsprofil zu erstellen und eben auch die Prokrastinationswerte zu hinterlassen. Einfach um auch zu schauen, okay, am Ende des Trainings hat es jetzt was gebracht oder hat es eben nichts gebracht. Das Alleinstellungsmerkmal für uns oder das ganz Spannende für uns war einfach, dass wir wirklich versucht haben, ein Verhaltenstraining in einen MOOC zu packen. Es geht also nicht darum, Faktenwissen zu vermitteln, sondern es geht darum, mit den Leuten wirklich zu trainieren, ihr Verhalten dauerhaft zu reflektieren und dann natürlich auch zu ändern. Kurz die Fakten zu unserem MOOC. Sie sehen es, wir haben gestartet am 11. August und sind jetzt eben auch seit kurzer Zeit fertig. Wir hatten insgesamt 11 Kapitel, ein Kapitel pro Woche, also eine Laufzeit von 11 Wochen. Und in jedem dieser Kapitel hatten wir zwischen 5 und 9 Lehreinheiten. Das waren bei uns dann etwa 60 Videos, zwischen, Sie sehen es hier, 3 und 12 Minuten Länge. Auch dazu sagen wir später natürlich noch was, weil das waren auch Erfahrungswerte, die wir mit der Videolänge zum Beispiel machen konnten. Ein großer Vorteil, den wir in einem MOOC zum Thema Prokrastination gesehen haben, ist natürlich auch gerade dieser interaktive Charakter. Denn auch bei Präsenzseminaren, auch im therapeutischen Kontext, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Teilnehmer zum Beispiel das Gefühl haben, ich bin nicht allein mit meinem Problem. Oder auch natürlich der Austausch. Das haben wir versucht natürlich anzukurbeln über Peer-Review-Aufgaben, Diskussionsaufgaben und dadurch, dass wir in den Foren auch relativ aktiv waren. Ja, die Plattform war Iversity, wie Sie hier sehen. Von der Teilnehmerzahl hatten wir 8 bis 8.500, also das verändert sich ja stetig. Auch jetzt kommen immer noch Teilnehmer dazu, obwohl der MOOC ja erstmal fertig ist. Und Sie sehen es auch hier unten, was die Forschungsrelevanz angeht, die natürlich für uns auch sehr spannend war. Wir konnten halt jetzt zum Beispiel bei der Prä-Erhebung auf einen Schlag schon mal 3.400 Testbatterien erheben. Und auch das ist was, wo
einem Forscher sozusagen das Glänzen in die Augen tritt, denn für 3.500 Leute muss man normalerweise lang sich anstrengen. Gut, dann jetzt zu den Einzelheiten der Produktion. Genau, wir wollten ja ein bisschen darüber berichten, was jetzt die Produktion genau ausgemacht hat. Und das erste ist natürlich die Frage, wie sieht es mit dem Produktionsteam aus? Wir haben schon gehört, man braucht im Prinzip viele Kompetenzen, die da mitspielen müssen und viele Personen. Bei uns war es so, Frau Dominok war zuständig eben für den Inhalt. Ich hatte das Thema der Videoumsetzung übernommen und wir hatten noch eine wissenschaftliche Hilfskraft zum Thema Postproduktion und die uns Grafiken umgesetzt hat. Und dann gibt es auch noch ganz viel mehr Sachen zu tun. Im Prinzip, es gibt das Thema Teilnehmerkommunikation, Kamera, Regie, Postproduktion, Plattform, Projektmanagement und Materialien. Und Sie sehen also, wir waren das Team, also dann doch relativ eng besetzt insgesamt. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, vielleicht etwas zu eng, weil es doch sehr viel zu tun ist am Ende. Wobei ich denke, also natürlich ein Vorteil ist, mit mehr Personen steigt einfach auch der Kommunikationsaufwand. Es ist gar nicht so einfach, dann so viele Leute quasi abzustimmen immer. Deswegen denke ich, ein kleines Team ist gar nicht schlecht, aber mehr Zeit wäre dann von vornherein vielleicht irgendwie sinnvoll gewesen. Also nochmal aufgeführt, so waren die Aufgaben bei uns verteilt. Wie gesagt, wir hatten dann noch einen Mitarbeiter zum Thema Community Management, der dann quasi dazugekommen ist, als dann der MOOC auch live war, was man auch wirklich gut gebrauchen kann, dass da nochmal jemand unterstützend mitmacht. Genau, das ist unser Studio, in dem wir gedreht haben. Das heißt, das war ursprünglich mal ein ganz normaler Seminarraum, den wir hier umgebaut haben zu unserem Studio. Man sieht, also wir haben mit einem Greenscreen-Setting gearbeitet. Das heißt, wir sehen auch nachher noch mal kurz, was da entstanden ist. Also Frau Dominok ist eben im Zentrum der Aufnahmen. Wir können aber mit dem Greenscreen einfach verschiedene Sachen noch mal einblenden, Grafiken zeigen derweil. Das war ganz gut. Wir haben das eben ausgestattet mit Kamera, entsprechend Beleuchtung und das war auch ganz gut, quasi so einen definierten Raum zu haben und zu sagen, okay, das ist einfach unser Setting, mit dem wir drehen. Wir hatten am Anfang auch mal angefangen, so Außenaufnahmen zu machen, aber da haben wir gemerkt, mit dem Reservoir an Zeit und so, was wir da haben, kommen wir da niemals hin, weil immer die ganzen Materialien, das Equipment zu transportieren und mit den Einstellungen so, da ist es ganz gut zu sagen, wir haben jetzt ein Setting, in dem arbeiten wir einfach. Wie gesagt, vorher war es ein Seminarraum, um es dann auszustatten in sowas, würde ich sagen, braucht man also vorneweg mindestens irgendwie 5.000 Euro, die man in die Hand nehmen müsste, besser wären 10, um auch vielleicht, komme ich gleich noch drauf, also das sind im Prinzip so ein bisschen die Sachen, die dabei entstanden sind, ne? Das heißt, wir haben einfach Frau Dominok, da können wir hinten dran irgendwelche Animationen laufen lassen, Sachen einblenden oder wir hatten auch so Phasen, wo Frau Dominok selbst geskribbelt hat, das haben wir mit Wittel gemacht, kann man auch ganz nett machen. Oder was wir auch hatten, ist so ein Setting, wo wir quasi von oben auf was drauf filmen, wo man dann irgendwas entwickeln kann. Kleinere Animationen haben wir noch gemacht, also so in dem Rahmen hat es sich abgespielt. Dafür ist dann das Geld draufgegangen, also im Prinzip Kamera kann man halt rechnen, 2000 Euro. Wir haben in Sennheiser Funkstrecken und Mikros investiert um die 1500 Euro. Das ist auch sehr wichtig, also weil wirklich die wahrgenommene Qualität der MOOCs oder der Videos sehr daran hängt, dass der Ton auf jeden Fall gut ist. Also das würde ich empfehlen auch zu machen. Greenscreen an sich ist nicht so teuer und dann haben wir natürlich aber auch nochmal Schnittplätze ausstatten müssen und da ist halt so, also wir haben teilweise eh schon Macs, mit denen wir arbeiten und dann haben wir eben gearbeitet mit Final Cut zur Postproduktion, Animationen mit Motion 5 gemacht und wie gesagt teilweise mit Wittel zum Beispiel so kleinere Animationen noch eingefügt. 10.000 Euro, glaube ich, wären ganz gut für sowas. So haben wir gestartet, also was wir vorhin gesehen haben bei Ihnen als Konzept, das war unser erster Entwurf und den habe ich jetzt gerade für die Präsentation nochmal rausgeholt. Ich muss sagen, es ist alles ganz anders geworden, aber man muss ja auch immer irgendwie anfangen zu denken. Also wir hatten eben eine erste Idee, was soll in welchen Kapiteln drankommen, wie viele Kapitel gibt es überhaupt und welche Fragen möchten wir stellen, welche Inhalte werden da sein. Also es ist gut, man muss irgendwo mal so grundlegende Gedanken festhalten, aber es wird sich viel ändern. Am Ende so unser Kern war im Prinzip so unsere kleine Drehbuchvorlage, die wir eben dann für jedes Video hatten. Das heißt, wir haben eben überlegt in der Mitte quasi, was soll textlich passieren und auf der anderen Seite, was ist quasi, was im Bild derweil ablaufen soll. Und ausgefüllt haben die dann so über, weiß nicht, 7 bis 11 Seiten jeweils ausgesehen pro Video, sind dann also jeweils so 7 bis 10 Minuten Videomaterial pro Drehbuch. Und für uns war es halt wichtig, das so zu machen, weil wir eben die Drehbücher gemeinsam entwickelt haben. Also sprich, Frau Dominok macht zuerst den ersten Aufschlag mit dem Inhalt, dann gucke ich nochmal drüber, so okay, wie kriegen wir es jetzt in so eine Videoform, dann geht es ein, zweimal hinterher.
Und das kann man eben nur machen, wenn halt schon relativ klar definiert ist, was man macht. Ich kann das nicht aufgrund von Stichworten oder so dann irgendwie überschauen. Deswegen haben wir hier den relativ aufwendigen Weg genommen, wobei es natürlich in der Produktion wieder auch sehr viel einfacher war, wenn man sehr klar vor Augen hat, wie man das jetzt hier nach und nach abdreht. Und wie gesagt, wenn zum Beispiel solche Animationen mit drin waren, das haben wir dann in der Postproduktion dann auch direkt halt dann reingemacht, dass das dann animiert wurde entsprechend. Also ich finde das Vorgehen, wenn es auch aufwendig ist, doch ganz sinnvoll. Ja, also unsere Annahmen, wie viel Zeit man einrechnen müsste, ist so ein bisschen zusammengefasst hier. Also wir würden sagen, pro Video, wir hatten 60 Stück mit 6 Stunden Gesamtlänge, also mindestens 10 Stunden vielleicht für Drehbuch und Konzept, 2 Stunden dann für den Dreh an sich und dann 2 bis 4 Stunden, je nachdem, was man macht, eben für die Postproduktion. Heißt natürlich, am Ende kommen halt bei uns jetzt zum Beispiel allein 120 Tage für Videoproduktion zustande, wo wir natürlich in Teilen auch quasi parallel noch eingesetzt sind, weil beim Dreh sind wir natürlich beide beschäftigt und so weiter. Das hatten wir noch teilweise mit eingerechnet, was uns dann echt auch ein bisschen überrascht hatte, waren im Prinzip diese Aufwände, die auch nochmal dazukommen. Nämlich dann auf Iversity diese ganzen Sachen entsprechend einpflegen und wir haben ja eben nicht nur die Videos, sondern auch viel Materialien, Informationen, die noch da drumherum sind. Da mussten wir auch teilweise Sachen nochmal nachbilden, weil die eben urheberrechtlich geschützt waren. Das heißt, wir mussten die halt nochmal neu auflegen und so weiter. Betreuung der Foren, das kann man natürlich auch so ein bisschen individuell bestimmen, wie viel Zeit man investieren möchte, aber man merkt, eine gewisse Erwartungshaltung ist natürlich schon bei den Teilnehmern da, dass da mal irgendwas kommt. Was gut bei uns funktioniert hat, war, dass die Teilnehmer sich gegenseitig auch unterstützt haben. Also viele Fragen waren im Prinzip, wenn man einen halben Tag wartet, auch schon von anderen Teilnehmern beantwortet. Das hat bei uns viel geholfen. Aber bei manchen muss man halt einfach nochmal selber reingucken. Aber im Ende geht es dann auch darum zu sagen, man legt halt mal irgendwas fest und wir haben es dann auch irgendwann kommuniziert. Wir haben den Leuten gesagt, wenn wir sehen, es gibt gute Antworten, werden wir nicht nochmal extra drauf antworten, sondern wir haken es dann bloß ab und dann ist es halt so. Und eben nochmal Thema wöchentliche Kommunikation. Es ging jede Woche von der Frau Dominok nochmal eine Information immer zum Wochenstart raus, was eben Leute nochmal motivieren soll, wieder mitzumachen oder auch die vielleicht schon länger nicht mehr im MOOC waren, wieder reinzuholen, was Interessantes aus der letzten Woche zu berichten. Und das finden wir auch ganz wichtig, weil das halt das Einzige ist, was ja natürlich auch per Mail nochmal an die Leute rausgeht, auch wenn sie jetzt nicht aktiv auf der Plattform sind, dass man nochmal sowas hat, um die wieder reinzuholen im Notfall. Genau, also könnte man eben, wenn der MOOC dann läuft, eben nochmal mit so 13 bis 20 Stunden rechnen, die pro Woche eben dann zu leisten sind. Das heißt, also was wir empfehlen würden für jeden, der das plant, wäre natürlich, dass man schon sich so mindestens ein halbes Jahr bis 7 Monate Zeit nimmt, wo man eben beginnt damit erstmal das Konzept zu planen. Dann kommt eben ja, Videodreh und aber auch der Entwurf, also bei Iversity ist das Ganze ja mit diesen Quizzes noch und so weiter und die Materialien brauchen halt auch nochmal viel Zeit. Ja, und dann eben für die Zeit, wenn der Kurs aufgebaut wird nochmal und dann eben später bei der Durchführung und zum Beispiel auch so Sachen, die dann noch kommen, wie die Werbung, die man dann machen muss, da muss man auch nochmal viel rein investieren. Genau, also im besten Fall könnte man sich, glaube ich, daran orientieren. Ein paar Tipps, was wir gemerkt haben, also Videolänge besser 5 als 10 Minuten. Das war auch was, wir haben unseren MOOC Probe laufen lassen mit Studierenden am KIT in einer geschlossenen Umgebung. Das heißt, da konnten wir ja auch nachfragen, wie hat es euch gefallen. Und da war schon so, also bei den 12-Minuten-Videos, was die längst waren, haben die gestöhnt. Also lieber weniger machen, wenn es geht. Besser 5 statt 10. Wir haben auch gemerkt, okay, wenn es zu viele Videos pro Woche waren, gab es auch leichte Ermüdungserscheinungen. Unser Kurs war 11 Wochen. Wir würden ihn jetzt auch eher vielleicht auf 8 Wochen zusammen schrumpfen lassen. Und wöchentliche Kommunikation auf jeden Fall machen, aber vielleicht auch da lieber eine halbe Seite in der E-Mail, als dass man eine ganze Seite macht. Die Leute ne, wollen schnell das Wichtigste einfach sehen. Was bei uns sehr gut funktioniert hat, war das Thema mit Foren zu arbeiten, weil das einfach so Leben in den MOOC bringt. Wir hatten das vorher mehr so als ja, Wissensvermittlungstool gesehen, aber am Ende haben wir gemerkt, dass es eigentlich ganz wichtig ist, es drin zu haben, um so Leben sichtbar zu machen innerhalb von dem Kurs. Dass eben nicht alles sich nur anfühlt wie aus der Konserve, sondern die Leute sehen, ah, hier sind auch noch andere Leute mit in dem Kurs. Und wir hatten dann eigentlich Aufgaben, die jetzt auch nicht so hochtrabend sind, sondern zum Beispiel gab es eben in einer Woche die Aufgabe, machen Sie ein Bild von Ihrem Zeitdieb Nummer 1 und posten Sie es doch mal im Forum. Und das Witzige war wirklich, die Leute, denen hat es total gut gefallen und die haben dann Bilder noch und nöcher und gemalt und alles Mögliche geschickt. Und da haben wir eben gemerkt, okay, das funktioniert total gut, wir müssen mehr solche Sachen da reinmachen, also vielleicht auf jeden Fall 1 pro Woche, weil die Leute wollen sich äußern und die wollen sehen, was die anderen so machen. Also wir können es nur empfehlen, wirklich auch mit solchen Aufgaben zu arbeiten und die gar nicht so hochtrabend zu machen, sondern wirklich so ein bisschen was Nettes einfach. Eine andere Sache, um vielleicht Leben in den MOOC zu bringen, ist auch mal ein Live-Event reinzumachen. Das hatten wir einmal in der Mitte des Kurses, wo wir gesagt haben, es wäre ja auch mal schön, wenn die Teilnehmer die Macher zum einen kennenlernen können und zum anderen vielleicht auch mal Fragen stellen, die jetzt eben in den Videos noch nicht so adressiert wurden.
Das heißt, wir haben es mit einer Woche Vorlaufzeit angekündigt, beziehungsweise von Anfang an als kleine Überraschung in der Mitte des MOOCs. Und wir haben dann vorher schon Fragen eingesammelt und die Leute konnten dann eben live dazukommen. Und das hat auch super funktioniert. Es gab einen kleinen Impulsvortrag von einem Experten und danach gab es eben diese Diskussionsrunde. Und also wir glauben, das kam sehr gut an insgesamt. Genau, und noch ein kleiner Hinweis, was man auch machen sollte. Also zum einen, wenn es geht, frühzeitig überlegen, welche Plattform man nutzen möchte, weil sie doch recht unterschiedlich von den Optionen sind, die sie bieten. Und das würde auch immer quasi verändern, wie man seine Videos konstruiert und welche Rolle die Videos spielen. Also deswegen würde ich gucken, dass ich die Entscheidung relativ früh treffe, zu überlegen dann auch, wie gesagt, welche Funktion hat das Video? Ist es mehr so ein Aufhänger für die Woche oder ist es wirklich die komplette Inhaltsvermittlung? Das kann man so oder so gestalten. Und dann eben auch überlegen, was mache ich im Video selbst und was packe ich halt eher in Zusatzmaterial. Es gibt Dinge, die lassen sich besser in der PDF-Liste irgendwie veröffentlichen, die muss ich jetzt auch nicht im Video unbedingt behandeln. Und da vielleicht bedenken, Videos lassen sich sehr schwer im Nachhinein ändern. Also das gute Konzept vorher war bei uns wichtig, also wir haben halt auch so Anfängerfehler gemacht, wie in einem Video darauf zu verweisen, dass in Video XY nochmal was aufgenommen wird, dann verschiebt sich die Kursstruktur, die Kapitel, dann stimmt das gar nicht mehr, das ist gar nicht mehr das Video neu in irgendwo. Also gucken, dass man gar keine Querverweise oder so im Video hat, sondern dass die eben alle für sich alleine stehen können am besten. Genau. Gut, so, nach den ganzen Informationen darüber, was schiefgehen kann, was man nicht tun sollte und was man auf jeden Fall beachten muss, es war trotzdem toll und schön und deswegen jetzt noch ein paar positive Facts. Also wie gesagt, im Moment haben wir so 8400 Teilnehmer aus über 15 Ländern. Und was für uns auch super interessant war, wir haben auch wirklich überraschende Erkenntnisse sammeln können. Man schiebt nämlich Prokrastinationsverhalten immer gerne Studierenden in die Schuhe. Unsere Stichprobe zeigt aber, dass die Gruppe der 31- bis 50-Jährigen, also der berufstätigen Prokrastinäre, sogar die zahlenmäßig größte Gruppe nimmt. Das war auch wahnsinnig interessant, in den Foren zu schauen. Wir hatten freie Journalisten, zum Beispiel ganz, ganz viel und ansonsten auch wahnsinnig viele Berufsgruppen, die jetzt eben sehr freie Arbeitskontexte haben. Ne? Und die haben dann natürlich, oh, finde ich toll, dass es das gibt. Bieten Sie das doch mal bitte für Unternehmen an, für die Wirtschaft, gibt es da was? Also da war wirklich eine ganz, ganz große Nachfrage. Dann nochmal zum Thema Werbungsmaßnahmen. Auch die kommen und die sind wirklich aus unserer Erfahrung auch wahnsinnig wichtig für Ihre Teilnehmerzahlen. Das, was ich Ihnen hier auf die Folie gesetzt habe, sind sozusagen die Anmeldungen und Sie sehen, dass es hier einige Peaks gibt und die lassen sich immer auch sehr schön mit der Berichterstattung in Verbindung bringen. Also das war ein Artikel heute.de, dann hat die Zeit berichtet, also der erste Peak ist die Werbung von Iversity, der erste Rutsch, die sind dann ja sehr offensiv damit und wir hatten noch diverse Radiointerviews, Baden TV waren wir auch, aber gut, also in die Tagesschau haben wir es jetzt nicht geschafft, aber man sieht hier wirklich ganz deutlich, dass Werbemaßnahmen sehr, sehr wichtig sind, wenn man auf die entsprechenden Teilnehmerzahlen kommen möchte. Weiterhin hat sich die Arbeit gelohnt, wenn man dann sich vielleicht auch mal anguckt, wie viele von den Studierenden oder von den Teilnehmern besser gesagt da auch ein Zertifikat kriegen. Bei uns waren es eben bei 80% haben wir das festgesetzt. Wir haben jetzt, klar, das verändert sich immer noch weiter, 8% Absolventen. Und es wird ja bei MOOCs immer diskutiert, oh, riesengroße Dropouts und um die 10%, da kann man schon froh sein. Und deswegen denken wir, dass wir zumindest mit unserem Ansatz, bei Prokrastinierern wohlgemerkt, also wir haben die Ehre der Prokrastinierer gerettet, würde ich sagen. Die haben sich auch alle sehr gefreut und haben ganz kräftig mitgemacht, um eben auch der Welt das zu beweisen, dass sie nicht schlechter abschneiden als andere MOOCer. Ganz kurz, MOOC als Forschungsmedium, ich hatte es ja schon angesprochen, es ist wirklich sehr, sehr interessant, weil man hohe Stichprobenzahlen bekommt und es vor allem, was für uns auch sehr erstaunlich war, eine hohe Partizipationsbereitschaft an diesen Erhebungen gibt. Also wir hatten uns unglaublich viele Gedanken gemacht vorher, Datenschutz und wir müssen auf die Seite schreiben, dass der Server gesichert ist, wo die Daten liegen und dass kein Schindluder betrieben wird und so weiter. Das hat die meisten Teilnehmer überhaupt nicht interessiert. Also Frau Holstein wurde angeschrieben, hallo Frau Holstein, ich habe vergessen, meine Fragebogendaten abzuspeichern. Hier ist mein Code, suchen Sie mir doch mal bitte meine Werte raus. Na, also da sieht man schon, dass da eigentlich überhaupt kein, ne, also das, die haben begeistert wirklich mitgemacht. Und auch das ist ja was, was für einen als Forscher also einfach eine tolle Grundlage auch gibt. Ne? Auf die Probleme möchte ich jetzt gar nicht viel weiter eingehen. Das hat einfach was mit experimentellen Designs zu tun. Eine MOOC-Plattform ist eben kein keine Forschungsplattform, aber ich hoffe, dass da in die Richtung noch weiterentwickelt wird, weil das ist wirklich ein toller Bereich.
Und jetzt zu den besonders schönen Sachen, denn wenn der MOOC mal fertig ist, man kriegt ja auch ganz viele Rückmeldungen und man entwickelt auch eine gewisse emotionale Bindung an seine MOOCer. Und wenn man dann in den Foren einfach dementsprechend wirklich ganz, ganz nette Rückmeldungen bekommt, dann sind das auch die Momente, und ich bin sicher, die werden Sie dann auch bei Ihrem MOOC haben oder hatten Sie schon bei Ihrem MOOC. Das sind einfach so Momente, da geht es runter wie Öl und man weiß einfach, warum man jetzt die monatelang Tag und Nacht dran gearbeitet hat. Also das sind auch so die schönen Facetten, die am Ende dann einfach im Raum stehen. Gut, das war's von unserer Seite. Dann danke für die Aufmerksamkeit. Das ist ja alles sehr ermutigend. Also das gibt mir so richtig wieder Wind in die Segel. Denn das scheint sich doch wirklich gut zu lohnen. Thank you very, very much. This is very encouraging stuff. Are there any questions? Anybody have any questions? Thoughts? How do you feel, Shukla, after this insight into how great it's all gonna end up? It's quite encouraging, actually. It is, isn't it? I mean, that is, it's the whole production with three people. I mean, that is long hours. How long did it take to create the content altogether? We had six months working very intensively on it, but I think so the first ideas we had about a year ago. So because we participated in the MOOC fellowship of IIVarsity 2. But, no winning team. But then IIVarsity told us, well, your theme is charming, so won't you do a MOOC anyway? And so we said, oh, okay. Do you have support for your MOOC? Why not? Little did you know. Do you, I guess that's a question that was posed in so many ways beforehand, I'm just going to pose that now again. Do you receive any support from your institution? What's your institution's take on MOOCs? I see. That might also be interesting from the PR. I want to ask you the same question, what the reaction of your institution is to that MOOC, when it was incredibly successful. So. Positive reactions, all people talk positively about it, and we also had, we tried to create some, formal certificate with VCTS credits, but the problem was that some legal aspects are still in discussion. But it's not the problem of our university, because all people work in the university said, yeah, we want to do this, but okay. At the moment there are other people at our university who want to make a MOOC and are now in the planning phase, so yeah. Any financial support, if I may be so bold? I mean, it's one thing to have, I mean, it is extremely luxurious, I understand that, and we feel very privileged that we get the support that we receive from Stuttgart, or via Stuttgart from Brussels. But one of the concerns that we had is if we produce this Fandango MOOC now, right, for people who want to produce a MOOC afterwards within the university who do not have this kind of money to play with, is there anything coming from the institution who is going to be able to pick up the tab, as it were? I think there's no financial support. We have financial support where we get the money for students who help us managing the forums. That's already something. We have five students who help us managing the forums. But if we would now go to our university and say, hey, we would like to make a MOOC, do you have 100,000 euro for us? They would say no. And even 25,000 euro is much money. I think you need really
another source of money for it. Yes. And how is it with you? Do you get any support from? Not that much, but we hope that now that the MOOC is done and it was a great success, that now the awareness will be better. So mm-hmm. because now we have a product that we can show and say this is a good one, and it would be my role in the university to help others to also do MOOCs now. Mm-hmm. What makes sense, because if you have done it once, you can so much better do another one. Yes, definitely. In my case, I work as a PhD student, uh-huh. and the project I'm in is called IT-based ways of fostering self-monitoring and something like that. So I was, it was my work, and so it fits yes. in my case. Yeah. Yeah. Good. Any other questions? Thoughts? I think you showed this project plan, mm-hmm. and I remember from the e-learning times when we made our web-based trainings and so on, and we. The plans were very similar to this, mm-hmm. and to show the what we have to do, what may be the course and so on. And today, this kind of e-learning is a little bit established, and I think it will be the same development by MOOCs. We need a lot of use cases how to do this, your Mathe MOOC, MOOC Maker course, your course, mm-hmm. To collect all the good experience and to make the MOOC making possible for more universities and so on. Still the question of course remains, who's going to pay for it? Right. I mean, yes. I love the idea of making a MOOC for £250, but the question is, it's not always going to be cut. You should also think about why should I as a professor do a MOOC? Oh, yes. So there are several reasons. So many universities now try to produce MOOCs for marketing, mm-hmm. so to get more students from international sources. Yeah. That, and but why should I do a MOOC as professor? Why should I have thousands of students online? Because my job is to support the students, the offline students, and 150 students in my lecture hall are really a challenge to help them. And now I have 6,000 more students, and why should I do it? So perhaps you should first ask this question, and then. Perhaps you have an idea where to get the money, because you know your goal. So if you do marketing for your university, you should then ask your university if they have the money. Yeah. And why did you do it? We did it because of the. I think one reason was the MOOC hype in this case, because we already worked with video in our lectures in the flipped classroom format, and we wanted to experiment in the MOOC context with didactical aspects. We wanted to look how to design a MOOC that online students can be motivated to do mathematics. So this was our reason. It was more because we are mathematics educators. We tried to use this new format as experimental field. Yeah. Mm. Right. And why did you do it? Not to put you on the spot or anything. For me, it was the chance to get a lot of data mm-hmm. for my for your research. Mm-hmm. Yeah. And of course, you know, I like this topic, and I thought, well, this would be a great chance just to go out into the world and help people. And it was really, you know, the feedback was, wow, a MOOC about procrastination, cool, let's, mm-hmm. yeah. Yeah. And this was, it was a theme for a MOOC, mm-hmm. in my opinion. Yeah. This could also be a good idea to get money for to produce a MOOC if you want to do research on it. Mm-hmm. So you yes. it's hard to get money for teaching projects, mm-hmm. but it's better to get money for research projects. Mm-hmm. So I need participants, subjects in my research, and then let's do MOOC, and then you could perhaps mm-hmm. place the money for producing the MOOC in a research project. Yeah.
So the other reason could be there are many professors who are writing books, yeah, and now the things are changing, and instead of writing a book, they use a to get a great the classic workbook, yeah, as it were. The workbook, for example, if someone is writing a book for Springer, he don't get any money for it, so it's just an honor to do it, and yeah, if times are changing, the things are changing. So. Yeah, but it's much less effort to write a book. Have you ever written a book? Yeah. So yeah, already yeah, not question. Encouraging. What about reputation? I mean, you are famous now. You are. Even I knew you before. Everyone does. 8,400 new friends. But I'm not on Facebook, so. No, but yeah, it's nice, you know, to get in communication with the participants. Really nice. I get some collections of their, here's an image of my three cats, and how do you feel? Really nice people. Yeah. I mean, our oldest Mooker, she was 84. And so you think, oh my God, it's a procrastinator. 84. What is she procrastinating? Gets stuff done. So I'm an optimistic and enthusiast. So. Yeah. Yeah, but I think the notion of maybe tying research to MOOCs is for funding, tapping into funding possibilities is a very interesting one. We talked about the possibility of also trying to encourage the meeting of these learning facilities with interest from the industry, and if you look at many of the Horizon 2020 and the digital agenda calls for projects that come out of Brussels, that is something, if you have the right topic, you might want to consider as well. And I think, you know, that might be also a way to cross subsidizing perhaps some of these undertakings. So, but then that is again on the course level. Right. Whereas I think where I'm trying to get, and what would be fantastic, is if institutions are hosting these things, or if it comes out of an institution and institutions benefit from it, if the institutions themselves would put their money where their mouth is and find a central pool to feed into these e-learning and MOOC initiatives. But you know, it's tough because it's tough times and money is scarce, so we'll see. Why should a rector, for example, receive funding for MOOC when it's not for marketing? Because, e-learning production for his own students who are here and pay for being here, and yeah. That's okay, but why massive online? Mm-hmm. Yeah. So this is the question. And And I think there's the big difference between, say, for example, American-based MOOCs, where you have a very clear move towards this notion of the incubator, right, where you have the whole rake of business potentials attached to the developments of MOOCs, and that's how American universities are often set up, very differently from European universities, where that thought is not really, you know, at the forefront of the strategies that I spoke of this morning, and in Europe, and I think there's, you know, people have been publishing about this difference. In Europe, the foremost interest for an institution to participate in this MOOC wave is, of course, marketing and internationalization and visibility. Yeah. And perhaps, I don't know, professional development, weiter Bildung, for people already being in jobs. So get new sources for money, for example. Lifetime learning, these sorts of things, yeah. And I see this because the employees in the companies have, I think, five, six, 7 days
per year for further education. That's all. That's it. Mm. That's it. So, and you must decide at November, December, which will be my training needs next year. Wow. So, and in some cases you decide and you sign in for a mm-hmm. course, but the course will not start because there are not enough participants. So they make a new date in December next year or so on. You will not receive the thing you need. And further education, the formal training, in my opinion, is more and more part of an old system offering training. And I think we need it for basic Word for runaways or Excel for newbies or so on. But if you need some empowerment for your profession, for your job, mm-hmm. for with competence and skills, mm-hmm. A delivery of further education has to change. Mm-hmm. For me, the MOOC is one part of a puzzle of different methods we can use to deliver these trainings. Yeah. And if a company or a university buys a new telephone anlage, telephone system, nobody asks what's the ROE, mm-hmm. nobody asks what does it cost, they will buy it. But we use video telephony, internet telephony, and so on. We can Skype, we can, and so on. Nobody asks this. We only ask because a MOOC is new. Video is not new, but video in education is new. And we had this discussion concerning e-learning years ago. And in my opinion, it's important to explain that MOOC is one method like others, mm-hmm. and we have to look with a MOOC. I focus on social learning. I prefer the connected MOOCs, mm-hmm. and in which cases we can use this MOOCs. And your case would be, in my opinion, such a case mm-hmm. to engage and foster the needed skills. Because you don't only speak about translation skills, mm-hmm. Intercultural, and more, you explained it this morning. Yeah, I agree. Yeah, that's. This whole intercultural dimension, particularly when you make a different kind of language choice, or you offer your MOOCs bilingually, and that would, everyone on the planet procrastinates, right? So I think there is big potential there. I think if there would be a possibility, if there would be a possibility to take that beyond the language, between the monolingual framework, then there's definitely the potential for great intercultural competence. Just imagine what procrastination looks like in other parts of the world. The pictures you're going to get. English version or yeah. yes. Mandarin version. Yes. How was this with you? The potential for intercultural discussion. Mm-hmm. If you have really an English language MOOC, yeah. mm-hmm. I think this is not yet used enough. We had a student who did his master thesis on the question, are there intercultural elements in MOOCs? So if you do a MOOC on law, for example, mm-hmm. you could ask the people everywhere in the world, well, how is the case in Asia, what is in Brazil and in Africa? Or you have a MOOC on architecture and do the people do photographs of their architecture in where they are, but the MOOCs don't do this, the ex-MOOCs. Yeah? They just present architecture and they present laws, mm-hmm. but they don't have the tasks and the
the impulses to to intercultural discussions, and this is not yet used enough. So if you have an English language MOOC, you should try to foster these discussions. Definitely, mental note to self. This brings me to something that came up over lunch as well, and that is the notion of C versus or C and X MOOCs. I think we are trying to hit it somewhere in the middle, right? Partially because of the topic that we have, but also because I totally agree that this whole environment allows for such a completely radically new way of engaging with your studentship, where you're not confined to this monological delivery and this passive absorption of information on the one hand, and on the other hand to have this completely this relatively free reign of communication in a more communicative approach. And I think the goal is to meet somewhere in the middle and say, okay, we're going to lead you through the course to a certain extent. We're going to tell you basically where we want you to go and what's going on and how we see the content and the ideas developing. But it will be up to you, either with comparing and how writing styles are in one of the over 70 countries on the planet that have English as an official language, and where you throw someone from one end of the world together with someone from the other end, and you see how they start to express a certain thing in English. But also in Fora, we definitely want to use that potential, because should we get the word out, and that is going to be the key on this. Should we get the word out on this MOOC, then we really hope that we can appeal to a very broadly distributed audience. That'd be great. We at the beginning we thought about if we should do the MOOC on English or German, but we relatively fast decided to do it in German, because one of our main focus group are our own students and our own teacher students doing studies for primary school or secondary school. Mm-hmm. And they're not so good in English, and we wanted to transport mathematics. So it would be a mathematics is complicated, and if you have a language you don't understand, I mean, you lose many of our own students. So we did the German one, and we thought about doing a translation and doing perhaps subtitles or something. But there's a MOOC running. There's a MOOC running in Stanford at the moment on. Does anybody remember, Shukla, do you remember the MOOC at Stanford that we looked at, John Walensky's MOOC? Yes. What was it called? We've been doing so many. Anyway, they offer it in both Spanish and English, right? For California, that makes a lot of sense, right? In terms of distribution, it's genius. But there you go. But they have done that. They have some of their material which is only available in English, and some material is only available in Spanish. But there's always a selection, and you can always progress further by picking one or the other. And much of what they've produced themselves is available in translation. Mm. So that's what makes that course interesting. And I would imagine that we see more of that. Or you can promote your MOOC at the PR Heidelberg, mm-hmm. maybe. But writing in English. I told when we were smoking, I'm not a participant of the course, but I heard about it and I had the chance to have a deeper look in it. It's not a MOOC, it's Academy How to Become Happy. And I'm happy, so I must not make this course. But I told, let me see, how does it work? What's the concept behind this course? I found it very interesting. The founder from this academy mm-hmm. is a trainer for Coach for Happiness, mm-hmm. and he made videos too, but short videos. Mm-hmm. And when you start this course, you have different modules, mm-hmm. and you can book this module. So, and you must find a partner to
to solve the task together with your partner or with three partners. Mm-hmm. And then is a video, 3-5 minutes, he tells a little bit, mm-hmm. and then he goes out of the camera, and the learner have to phone, to Skype, or to solve the task together. And then they come back, there's a, I don't know the English word, a Fortschrittsbalken oben, mm-hmm. in dem progress bar. Mm-hmm. So they can see the status of the other person. Mm-hmm. And then they meet and listen to the next step of the video. I found this very interesting because it's a little bit interactive, it's a combination of learning together, working together, and learning nuggets. Or, mm-hmm. Yes. Yeah, fascinating. And that was within one video? Or yes, this is one video, and then he goes out, the video stops, and... and then you have to do your work? They have to do the work, they have to Skype, to phone, to speak about this, how... did you make this? How did you? And when they are finished, they can watch the video. Mm-hmm. Yes. But only once they finish. Yes. Yeah. Yes. Cool. Yes. Yeah. Did you have progress bars or you worked? Adversity doesn't have that. Yeah, does Adversity it? Has. Has the it? Chapters have a percentage. How many units you have mastered in this chapter? But the problem in our course was that we had the two topics, arithmetic, mm-hmm. and geometry, and students only participate in one of both, so they can only achieve 50%. So it's a little bit demotivating. So that was not didn't make sense for us. And for me as a user, it didn't make sense either, because I wanted to get all of them ticked, so I stopped the tone. Mm. The sound, and I just let them go in every tap another one just to get the ticks. Sorry. Yeah, just having seen the units. Really having learned something. Yeah. But I got the ticks. Gamification is important. Gamification, I think, is seriously important in these MOOCs that we talked about this as well beforehand, and I think. You know, I think that's something that we can't underestimate. And did you have any live events? Yes. How did that go? Bad. Yes. We did online Sprechstunde. Uh-huh. And the first two or three were okay. Uh-huh. But then the people did not come anymore. I don't know why. Because they didn't come. We haven't analyzed it, and in the second run we did an online Sprechstunde and we were almost alone. So okay, we stopped this. Yeah. When you did your event in the middle of the course, did you announced it, and was there a lot of feedback? Were there lots of people interested? We had about, I think, 80 or 90 participants in this live event, and I think they liked it very much. Mm-hmm. So, but it was only one live event for the yeah. whole course. Yeah. 1 hour, mm-hmm. and then we stopped it. We originally, again, our plans are changing all the time as well. We originally were thinking about having video tutorials by Skype, just basically as the course is going. Mm-hmm. And I'm just not sure if that is really reasonable and sensible to do that too often. Mm-hmm. You know, I just don't have these things scheduled. Is perhaps not really that. I don't know, if it doesn't work, then why kill yourself with the preparation and the work for it? But I'm just interested to see how the readiness, or what kind of readiness there is to participate in live events. Yeah, we had this short presentation within the event, which was good because also people could attend that do not have a question or something. That's different when you have yeah. a Sprechstunde. Maybe really the problem with yeah. our mm-hmm. concept. If you have a question, come and we can answer it. So yeah.
people don't do this. Uh-huh. You would have perhaps live event with a certain topic and there's an expert speaking. Yeah. And so yeah. Then the people come and. I think there should be at least a little input. Because we were also thinking about doing maybe a sort of a tweet event, right? Where people can either tweet in their questions, or but then again, you put people on the spot live then and there. You know, ask me a question now on Twitter. Mm. But you know, what we did, we announced this this live event 1 week before, and we said so that everybody can place his question, even if they don't have time to take part in the event. They in this 1 week, we are going to get all the questions from those people, and we'll also take them to the live event and answer them there. I think that's a very good idea. That's where we are at now, because we're stepping back from this really ambitious, or every week we're going to have a half hour Skype live event. And that's just not realistic, I don't think. And it's recorded, so everybody could watch it later. We had live events, podium discussion. Mm-hmm. So in the evening, we invited some people, Willy Jäger from the University of Heidelberg, and other people, and just talking about mathematics. And this was live streamed to the web. Nice. Mm-hmm. And I think there was, we didn't count it, but these events usually have a high rate of viewers. Yeah. And on what day of the week and at what time did you do it? Because as we saw, if actually the largest group of people taking part are actually people working, and probably most of them working full time, then it would probably actually for participant numbers make sense to do it in the evening, though of course then our 40 hours a week are also that's very true. We all did it in the evening, 7 or 8 p.m. Yeah, that seems to be a reasonable time. Since there's a little secret of this online events is it must be a little bit part of the course and not additional. If you want to come in, if you want to have questions, please come. It must be an essential in part, any like way mm. part of the course of the MOOC, and it must have a topic of interest, and then you can go in the dialogue with them. If you have an English language or English spoken MOOC, which is held internationally, you have a problem. Mm-hmm. I know. We know. Yeah. I know. We know. Pick one. We know. We like to procrastinate thinking about it. Definitely. I took part in some live events last week and the week before, and there were just 10 persons online, but a day afterwards, 350 views. Sometimes it's just they just look after anything. It's a timing. It's a timing issue. You have to know who you want to catch. I mean, if you want to catch the Eastern Seaboard, on the one hand, but you also want to make sure you catch China before they, you know, log off for the day. You need to find the right. You know. What's your right time? Mine is either from 4 to 5. Because I'm still at work, or from 6 to 7 because I'm back home. Back at home, yeah. But from 5 to 6, which were the other ones, it's bad for me because usually I leave at 5, so I'm on my way. So what's your perfect time? Yours. Yeah. Mm-hmm. What's yours? Yeah, that's not for us. It's, you know, it will always be 5 o'clock for somebody, for our audience. So I think. And for you personally? I mean, what? For you personally? As a student? Yes. If I would take part, yeah. I guess in the evening, because I wouldn't be able to do it in the day, because that wouldn't be part of my job. I couldn't do it in the daytime. The same to you? I would imagine, yeah. But what I'm just thinking now, you showed that what participants you had from which countries. Did you have access to that data only once the course finished or halfway through? Because then we could try to time ourselves. After our biggest... You can get that kind of information when people sign up, no? Yeah, at the university platform, we should also the statistics you can also always access from countries. Because then probably for us that would make the most sense to see
I don't know, after a few sessions where most of our audience actually is, and then see, to pick a time that maybe then is evening for them but would be morning here or something. But Jesus Christ. Do you have a survey planned? I just wanted to talk to you, but I think I forgot. A pre-survey, something like that. Why are you in this course? Where are you from? Something like that. Yeah, we will need that. Yeah. We something don't know should have how that. Many answers we will get, but... No, it would be very, very valuable data. Yeah, absolutely. And I also we have an exit to. One. Yeah. We have to see if there is something that we can plug into OpenEdX on that front. Right. Thank you very much. Any more thoughts and questions? Maybe from the production team? Anything? Not to put anyone on the spot? Eduardo's happy in the corner. It's been a very enlightening experience, I think. And I think what's especially interesting is the range in terms of financing. Really, in maybe being able to create a good MOOC in from a few hundred euros to hundreds of thousands of euros just shows how many capabilities we have ahead of us. And thanks to technology and the way everything is sort of moving online to cloud-based systems and so on, I think this is a very big part of everything that we're doing. We've certainly moved away, of course, at the university we've been using, for example, the Moodle system, learning management systems for a lot of our work. And now to see it evolve into something like a massive open online course, it's a really big step, especially for our university where we've never experienced MOOCs before. But I think it's also a very exciting challenge. So what I gained from this, I think, was extremely positive. Yeah. That's a nice closing remark. Thank you very much. And I'm a bit stumped for something to say now, are you? Yeah, just really thank you for coming. Thank you for sharing your experiences, not only the good but also the bad. I mean, I know it's not. I mean, it's not what you really want to, you know, maybe talk about, but I think it's incredibly valuable for us, and I hope vice versa in the group. Yeah, really, really thank you, and thank you for a wonderful atmosphere, wasn't it? Yeah, I mean, great, yeah, just I thank really you.